Moin, meine Damen und Herren, willkommen zu einem Pro-Trend. Wir gucken wieder, was die Pros in den entsprechenden Ligen machen. Na und noch dümmelt man noch so ein kleines bisschen auf dem 9.3er-Patch rum. Na, auf den 9.4er freue ich mich schon übelst zur Sorte. Und wir wollen mal schauen, was haben die denn aktuell so gemacht. Beginnen werden wir erstmal mit Galio. Denn Galios Support scheint bei der LCK zurückgekehrt zu sein. Das Ganze wird mit unterschiedlichen ADCs kombiniert. Kalista ist dabei mit Abstand die witzigste Form. Na, den Galio einfach als CC-Maschine in den Gegner reinzuwerfen, ist not bad. Er bietet außerdem sehr, sehr viel Base-Damage, sei es für den Wave-Clear oder für die Base-CC. Dieser Galio ist zwar Melee, hat aber trotzdem den ein oder anderen Ranged Spell und haut dir auf die Fresse. Ja, das ist im Prinzip das Ganze, was er kann. Er ist wirklich sehr All-In-lastig, plus natürlich, dass er die Möglichkeit hat, dem Jungler bzw. auch dem Midlaner mit der Ultimate zu helfen. Die Ultimate und so weiter ist natürlich deutlich schwächer geworden. Galio wurde ja mehrmals genervt und aus der Support-Position heraus macht er aber trotzdem keinen schlechten Job. Ja, Galios Support ist also aktuell mit einigen Kombinationen wirklich sehr, sehr cool. Ja, aber die Hauptgründe liegen ganz einfach nur in den positiven Stats. Und Gott, kommen wir zum nächsten Trend und da werden wir auf Kaiser schauen. Denn die gute Kaiser möchte ja unbedingt ihr Q so schnell wie es geht hochleveln. Dazu braucht sie sehr, sehr viel AD und eine klassische Variante ist aktuell, dass man sich das BF holt und danach Double Pickaxe. Das bedeutet, diese Kaiser strotzt nur vor AD und hat natürlich den großen Vorteil, dass sie bereits früh ihr Q maximieren kann. Und der Q-Spell, das werden euch alle ADCs sagen, ist quasi Brot, Butter, Schinken, Ei, Käse, alles, okay? Es ist wirklich der wichtigste Spell von allen und gibt einen sehr, sehr krassen Early-Game-Power-Spike. Beziehungsweise da befinden wir uns quasi schon im Mid-Game und die Items lassen sich natürlich in unterschiedlichste Gegenstände bauen. Infinity Edge und Rageblade ist sowieso der Standard, kriegst du aus den Dingern super, super schnell, aber den Power-Spike über das Q ist insane. Also wenn das Ding voll aufgeladen ist, du bist tot, okay? Du hast halt so viel Single-Target-Damage, wenn das Ziel natürlich isoliert ist und da schafft man im Midgame die ein oder andere Situation, wo das Ganze auch klappt. Zum Pushen ist das Ding natürlich ebenfalls sehr, sehr gut. Deshalb dieser etwas seltsam wirkende Kaiser-Item-Build aktuell der modernste. Schön, als nächstes schauen wir auf die Jungler, denn da sind aktuell Guardian Angels Tekkent Jungler unterwegs. Das heißt, wenn du kein Tank bist, machst du folgendes, du gehst ja Warrior. Ne? Damit hat man einen guten Power-Spike, du hast Cooldown Reduction, und sehr viel AD zur Verfügung und kannst andere nutzen. Und aktuell wird sehr, sehr gerne der Weg eingeschlagen, indem man Guardian Angel als zweites holt. So ein Nocturne ist da ein sehr, sehr spezielles Beispiel, da er natürlich erstens von der AD profitiert. Wer hätte es gedacht, du willst einfach möglichst viel Damage zur Verfügung haben. Aber du bist an einigen Stellen nicht verlässlich genug. Das heißt, du kannst zwar reingehen, platzt aber auf und der Weg Richtung Guardian Angel gibt quasi zwei Boni. Einerseits bekommst du eine Art Tankiness, was sowieso im Jungle recht nützlich ist. Das heißt, du kannst sehr, sehr einfach mit Armor arbeiten und vor allem kannst du das Stundenglas nutzen. Und so ein Jarvan Jungle oder Nocturne Jungle, das sind alles Charaktere, die mit einem Stopwatch wirklich, wirklich viel Chaos anrichten können. Ne? Diese 2,5 Sekunden, die dir erkauft werden, können helfen, dass dein Team entweder aufschließt bzw. aufräumt und du die Möglichkeit hast zu überleben. Das Problem ist allerdings, dass die Stopwatch dann sehr, sehr lange in deinem Inventar rumliegt und du das Gold aber nicht verbrauchen willst. Deshalb ist die Möglichkeit, das Guardian Angel sofort auszubauen bzw. gleich danach keine schlechte Variante und du kannst wieder mit Dives und ähnlich aggressiven Moves arbeiten. Weil du kommst ja eh wieder zurück. Natürlich ist der Verlass aufs Team super, super wichtig. Deshalb ist es ja auch in den Pro-Trends und nicht in den LoL-Trends. Denn hier kann man sich natürlich auf die Teammitglieder verlassen. Ist ja LEC, LCK und so weiter und so fort. Na, die werden schon ein bisschen miteinander reden, weshalb diese Kombination not bad ist. Schön, als nächstes stürzen wir uns auf Jarvan. Wir sind immer noch ein bisschen traumatisiert, denn Jarvan Support ist immer noch ein Ding. Das Witzige ist, dass man aber Lern aus der Support-Position gezogen hat. Das heißt, Airy Jarvan Toplane ist mittlerweile so ein kleines Thema geworden. Denn Jarvan ist mittlerweile ein sehr flexibler Pick geworden. Wenn ihr auf der Red Side pickst, dann hat der Gegner überhaupt keinen Blassen, wo der irgendwie hingehen könnte. Das heißt, Support funktioniert Jungle sowieso, Midlane in den gestörtesten Fällen, aber auch Toplane. Und da ist die interessante Variante, denn dort hat er mittlerweile solide Matchups gefunden, beziehungsweise Wege, die Matchups solide zu spielen. Das bedeutet, auf der Toplane spielt man ja gegen Melees und Range Champions. Das ist immer unterschiedlich. Und diese Jarvan-Version sagt sich, gegen Melees kann ich Grass spielen, oder meinetwegen auch Electrocute oder so, aber gegen die Range Dudes nehme ich Airy mit. Und das hat super gestört, weil man sagt quasi, hey, in Fernkampf-Champion poke ich quasi zu Tode, kann immer noch farmen, kann ihn auf die Ketten gehen, wo natürlich Airy sehr, sehr nützlich ist, plus natürlich der Schildfaktor, wenn du die Standorte aufstellst. Also gibt ja Attack Speed. Das bedeutet, Airy fliegt zu allen Zielen, die in irgendeiner Form verbündet sind und schildert diejenigen. Also so ein Assist-Faktor ist auch noch dabei. Aber den Gegner quasi zu harassen und gegenzusteuern, gegen einen Jace zum Beispiel, der ja sehr dominant auf der Lane sein kann, weil er Reichweite mit sich bringt. Und Jarvan denkt sich, ah, da fang! Na, und bewirft den die ganze Zeit und Airy hilft natürlich, seinen Schadensoutput hochzuhalten. Definitiv keine schlechte Idee.
Na gut, dann als Letztes schauen wir noch auf die Premier Tour bzw. die ESL-Meisterschaft, denn dort wurde ebenfalls ein kleines bisschen geflext. Das heißt, man hat den Corki am Start gehabt und das auf der Botlane, was erstmal kompletter Int ist. Johnny sagt auch, Alter, Corki Botlane ist jetzt nicht unbedingt machbar, aber die Flexibilität ist eine große Stärke. Das bedeutet, wenn man Corki früh zeigt, kann es sein, dass man den Gegner natürlich ein kleines bisschen reinchebaitet. Das heißt, gegen Corki gibt es nun mal einige Midlaner, die gut bestehen und dann macht man Folgendes, man pickt Zed und swappt. Das heißt, der Zed würde zum Beispiel einen Kasa, die ihn komplett zerstören, während Corki in einigen Matchups, wie zum Beispiel gegen Ezreal, noch besteht und sein Late-Game-Scaling ja immer noch am Start hat. Er braucht ein kleines bisschen länger, er ist auch underleveled, weshalb er in der Midlane offensichtlich besser aufgehoben ist. Na, bei Trinity Force ja auch mit Level skaliert. Aber sollte er früher oder später seine nötigen Items bzw. auch den nötigen Level haben, dann ist das ein vollwertiger Corki, den du immer im Late-Game haben willst und der auch immer effizient ist. Die Laning-Phase zu überstehen hängt aber so ein Stück weit vom eigenen Support, aber auch vom Gegner ab. Ein Corki muss sich so ein bisschen wohlfühlen, denn Ezreal ist ja so ein Jack of all trades, na, er schafft es quasi durchzuhalten und er kann an einigen Stellen aggressiv gespielt werden, aber zerstören würde den Corki nicht, weshalb er da unten durchhält. Coole Flexibilität kann man also manchmal auch gut gebrauchen. Schön, im Prinzip war es das schon. Ich persönlich freue mich sehr auf den 9.4er-Patch. Da wird auf jeden Fall noch einige Änderungen dazukommen. Das heißt, wir haben nächste Woche Mittwoch wieder die Patch-Notes und in der darauffolgenden Woche können wir bei den Pro-Trends schauen, was sie aus dem 9.4er-Patch machen. Das wird definitiv sweet. Bis dahin wünsche ich einen wundervollen, entspannten Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.